Servus miteinander und hallo. Ja, liebe Zuschauer, wir haben mal den typischen Fall, den ich gesagt habe, der mal eintreten kann. Für dieses Freitagsvideo gibt es nicht viel. Wirklich wenig. Ja, war jetzt nichts angestanden. Ausmisten habe ich ja alles schon erledigt gehabt. Heu und Stroh auf den normal erledigt gehabt. Jetzt bloß die normale Arbeit, halt immer in den Stall gehen und sonst nichts. Arbeiten gehen. Ja, ein paar Informationen gibt es. Und zwar, ich habe den Gandhi und die Emma entwurmt, Maggie und Joggel entwurmt, Willi und Riley entwurmt, die Katzen in meiner Wohnung alle entwurmt und meine zwei draußen Katzen, also meine Katzen eigentlich auch entwurmt. Ja, ist alles erledigt. Schweine sind, oder ja, das Ferkelchen ist auch entwurmt worden. Da habe ich ein Mittel noch mitgekriegt oder mitgenommen. Der ist entwurmt und auch die Hühner sind entwurmt. Ja, damit haben wir diesen Turnus auch immer wieder durch. Ist das auch alles gemacht. Ich habe das jetzt einfach mal durchgezogen. Kostet ein wenig Geld. Macht man aber mal. Wie gesagt, die sollen auch keine Würmer haben. Will man auch nicht. Und von daher habe ich die, wie gesagt, entwurmt. Ja. Die erste Information. Die zweite Information an dieser Stelle. Ja, im letzten Video sind wir ja Schweine angeboten worden und es hat auch jemand geschrieben wegen bunte Bentheime, ob das nicht eine Option wäre. Ja, wer die Husumer wären auf alle Fälle eine Option, ist aber mein Problem zu weit weg, darf ich nicht fahren und ich will dieses Risiko nicht eingehen. Erstens einmal, ich habe sowieso keinen Viehanhänger, dass ich weitere Strecken fahren könnte. Und zweites Problem, wie gesagt, wenn ich unterwegs angehalten werden sollte, und das kann ja passieren, die Strophe möchte ich nicht bezahlen. Klar, es kann 1000 Mal gut gehen und beim 1001. Mal hast du das Problem. Sozusagen, ne? Und dieses Risiko will ich, wie gesagt, nicht eingehen. Deswegen kommt auch die Adele, die bringt der Thorsten selber vorbei zu mir. Die werde ich nicht selbst holen. So nah an die 400 Kilometer. Und ich will dieses Risiko nicht eingehen. Ich weiß, dass man vielleicht manchmal naiver Sachen macht und sagt, naja, transportiert man mal. Ich habe Bekannte gehabt, die haben damals einen Esel gekauft. Also bei einem ehemaligen Züchter dort. Und haben den Esel, das Fohlen, in einem Transporter hinten drin. Der war mit Stroh ausgefüllt komplett. Und da haben die das Eselfohlen bis Berlin aufgefahren. Ja, wenn du sowas überlegst, also ja. Ich sag da jetzt mal lieber nichts dazu. Ja, geschlossene Transporte, normal passiert nichts, aber wenn du angehalten warst, dann hast du natürlich riesen Ärger, weil weitere Transporte sind halt nun mal auch verboten. Du brauchst einen Sachkundenachweis, du musst dich darum kümmern, du musst kontrollieren und kannst nicht einfach durchfahren. Und wenn es dann vielleicht noch warm ist oder kalt ist oder sonst was und hier und her. Nee, ist mir das Risiko nicht wert. Wie gesagt, ich mache ja hier auch Videos und sagen wir es mal so, ich mache jetzt hier ein Video und sage dann, ich habe jetzt eine Sau und dann, wenn jemand fragt, wo ist sie her, und dann sage ich, die kommt aus Hessen oder halt wo auch immer her, ja, dann wird eventuell jemand hellhörig und sagt, Moment, und wie hast du die hergekriegt? Ja, die ist mir gebracht worden. Nee. Machen wir nicht, ist mir das Risiko nicht wert. Bunte Bentheime sind, wie gesagt, auch eigentlich nicht schlecht. Ich wollte aber bei den rotbunten Husumer bleiben. Das ist nun mal die Rasse, die ich mir rausgesucht hatte. Eben wegen der speziellen Färbung, deswegen habe ich sie. Und nicht, weil ich einfach nur irgendwelche Schweine wollte, weil dann hätte ich Mangalitzer-Wollschwein auch haben können. Hat meine Bekannte damals noch gehabt. Hat sie Fergerle gehabt, hat sie gesagt, wenn du welche willst, kann ich dir auch geben. Wollte ich aber speziell eben nicht, weil mir die rotbunten Husumer gefallen haben. Deswegen die. Die anderen sind auch schön. Aber ich habe mich halt, wie gesagt, auf diese eine Rasse eingeschossen und das ist das, was mir gefällt. Und ja, dann wird es halt nun mal das. Das ist ja wie beim Autokauf, wenn einer sagt, er will unbedingt einen Mercedes kaufen. Hier kein Markenrechtsstreit, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie gesagt, ein blödes Beispiel. Wenn einer sagt, er will einen Mercedes kaufen, dann kauft er auch keinen Fiat Punto. Oder bei die Bulldogger. Wenn einer sagt, er schwört auf Fendt, dann stellst du dem auch keinen
Renault oder MF oder was der Teufel was noch. Aber wie gesagt, das soll jetzt keine Markendiskussion sein, sondern soll es einfach nur einmal als Beispiel. Man hat eine gewisse Vorstellung und diese Vorstellung, die möchte man dann natürlich auch umgesetzt. Und aus diesem Grund, ja, ich habe gesagt, rotbunte Husumer ist das, was ich will. Und dann wird es auch rotbunte Husumer. Gut, so viel hierzu. Dann, ja, weil ich das jetzt gerade gesagt habe, ich habe jetzt gerade die angerufen, wo damals meine Ferkel her waren, die eventuell eine passende Sau für mich hätten. Diese 5 Jahre alte Sau, ich habe auch mit meinem Tierarzt noch einmal gesprochen, hat er gemeint, nur 5 Jahre alt ist eigentlich kein Problem. Die ist auf alle Fälle in einem guten Alter, da brauchst du dir keine Gedanken machen, dass die dann beim Ferkeln Probleme macht. Vor allem, wenn sie schon mal ein paar Mal gehabt hat. Das ist ja auch das eine, wenn ich jetzt eine Jungsau dazu tue, mit einem Jahr, anderthalb Jahr, die vielleicht gerade mal rauschig war, einmal, zweimal rauschig oder so, muss ich auch bedenken, ich habe da unten einen potenten Eber, der ist ab dem ca. 6. Monat im Endeffekt geschlechtsreif gewesen. Der ist geboren auf Anfang August 2018, also könnt ihr es euch ja selber ausrechnen, wie alt er ist. Der ist auf jeden Fall geschlechtsreif. Und ich kann da nicht das Risiko eingehen, ich stelle eine Sau dazu, die vielleicht von der Größe her einfach nicht dazu passt, die noch zu klein ist. Oder mir ist es das Risiko, dass dann was schief geht vielleicht dabei. Ich möchte es ja wie gesagt zusammenlassen, weil der Anne ist gewöhnt, dass er zusammenläuft. Und die sollen eigentlich auch, wenn alles klappt, immer zusammenlaufen können. Ja, da mögen jetzt ein paar mit dem Kopf schütteln, aber es ist halt nun mal so. So habe ich das vor. Schauen wir mal, ob es klappt. Ich meine, wenn nicht, dann nicht. Aber trotzdem, die sollen halt schon zusammen. Und ja, gucken wir einfach einmal. Ausprobieren. Das wird jetzt höchstwahrscheinlich die rotbunte Husumer Sau. Ich habe die vorhin angerufen. Muss jetzt nur noch ausmachen, dass ich sie dann auch holen kann. Ich hoffe, das wird jetzt dieses Wochenende klappen. Ein bisschen hin und her. Ich habe schon geschrieben gehabt, aber da kam bislang noch keine Nachricht zurück, also deswegen habe ich jetzt angerufen. War aber leider nur der AB dran. Die waren wahrscheinlich gerade die Schweine versorgen. Schauen wir einfach einmal. Vom Verwandtschaftsgrad sind die ganz entfernt verwandt. Also nicht die direkte Linie, das auf jeden Fall schon mal nicht. Und es ist mir ja auch wichtig, dass sie so gut wie möglich gar nicht verwandt sind. Bei den rotbunten Husumer sind sie aber irgendwie immer alle verwandt, weil die sind... Das müsste ich ja lüch sagen, ich weiß es nicht so genau, 60er Jahre oder irgend sowas, aus wenigen Zuchteben und Zuchtsauen wieder gebildet worden, die einzelnen Rassen. Und dann gibt es halt Unterordnungen, die verschiedenen Linien A, B, D und so weiter. Und ja, wie gesagt, die würden so weit zusammenpassen. Das ist eine erfahrene Sau, die schon mal Ferkel gehabt hat. Wenn sie jetzt nicht tragend wäre, okay, ich stelle sie da unten dazu. Ich habe einen Eber drin stehen, also höchstwahrscheinlich wird es nicht lang dauern, dann ist sie tragend. Dann schauen wir halt einmal. Ist jetzt im ersten Moment ein Haufen Geld, aber ich habe jetzt auch schon von mehreren geschrieben gekriegt, also 450 ist eigentlich nicht so teuer für eine tragende Sau eventuell. Aber mein Tierarzt habe ich auch mal gefragt, weil dem habe ich ja gesagt, wie da mein anderer gestorben ist, der Schmutti. Ihr kommt ja doch ein wenig rum, ihr kommt zu den Bauern und so, und der soll halt einmal fragen, vielleicht hat jemand eine Sau abzugeben, wäre ja nur übergangsweise irgendeiner gewesen. Und der hat auch gesagt, also wenn du einer willst, nimm einer, die vielleicht schon 2 Jahre alt ist, ist besser, anderthalb, vielleicht auch besser 2 Jahre, hat er zu mir gesagt. Und ja, wenn das mein Tierarzt da sagt, und er hat auch gesagt, also du musst eigentlich für Sau um die 600 Euro schon Rechner. Die wollten eigentlich auch mehr dafür haben. Das wäre jetzt quasi das Minimum, was sie machen würden, die 450. Von daher, ja. Wenn das jetzt alles passt, dann hole ich sie. Ist jetzt im Endeffekt, es ist Geld, was ich ausgib. Es ist auch jetzt ungeplant Geld, das ich ausgib. Es war zwar früher oder später schon geplant, dass einmal eine Sau herkommt. So schnell halt nicht, aber es soll eine her, das ist Fakt. Das wird passen und dann machen wir das. Gut, dann wisst ihr da Bescheid. Da werde ich euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Wenn ich sie hole,
je nachdem, wie es klappen wird oder so ähnlich, müssen wir mal schauen. Also ich hoffe, dass das jetzt alles auf dieses Wochenende klappt, denn nächstes Wochenende ist die nächste Information von meiner Seite. Da kommt dann die Adele. Ja, das geht jetzt alles so ein bisschen Schlag auf Schlag. Mit der Adele war ja eigentlich auf Anfang Januar geplant. Das hat sich aber zerschlagen, es hat beim Pasten dann nicht gepasst. Die hatten auch ein Projekt, was ich übrigens richtig klasse finde. Ich verrate aber an der Stelle nichts, also wen es interessiert, nutzt ihr Arche Sonntag, schaut mal rein. Die haben ja aktuell mit Hühnern, Rettungshühnern, was sie machen. Und da läuft noch ein anderes Projekt. Ich denke mal, da wird er irgendwann was dazu sagen. Ist auf jeden Fall richtig interessant. Ich habe das schon gehört. Richtig klasse. Mehr sage ich da dazu nicht. Jedenfalls nächste Woche ist es soweit. Dann kommt die Adele. Und dann, ja, geht's rund. Also schauen wir mal. Also ich hoffe, das wird alles so klappen, wie ich mir das vorstelle. Deswegen, ich hoffe, dass das jetzt mit der Sau auch dieses Wochenende noch klappt. Wenn nicht, dann wird es natürlich schon ein stressiges Wochenende, sage ich mal, weil, ja, Sau holen und Kuh her und beide Ställe überwachen so, dann bin ich halt wahrscheinlich das nächste Wochenende komplett irgendwie in die Ställe unterwegs oder so ähnlich. Mal gucken. Aber das werden wir alles sehen. Lassen wir uns überraschen. Ja, alles Weitere werdet ihr dann in die kommenden Videos auch sehen. Das sind so die Informationen, die ich aktuell habe. Mehr gibt es tatsächlich einfach mal gar nicht. Ich habe die Woche gearbeitet gehabt. Wir haben eine neue Baustelle noch angefangen. Oder ja, setzen eine Baustelle fort. Und dann abends heim und dann bloß Ställe machen, Viecher versorgen. Gestern habe ich dann noch Futter geholt und die Entwurmung für die ganzen Viecher geholt gehabt. Und ja, so vergeht die Zeit auch. Dann war es gestern schon so spät. Dann ist gestern gar nichts mehr passiert. Heute bin ich heimgekommen. Ist dasselbe Spielchen, bloß die Ställe gemacht. Mehr war es nicht. Ich habe die Emma und den Gandhi versorgt und die Gasen da. Und unten Schweinchen und die Hühner. Frisch Wasser runter und ein Futter runter getragen und mehr war es nicht. Ja, wie gesagt, also was soll ich jetzt dann das Video großkotzig noch in die Länge ziehen mit irgendeinem Gelaber über irgendwas, was sowieso keinen interessiert. Ich habe es ja gesagt, es kann sein, dass halt einfach nicht viel zusammenkommt. Ich bin ja aber darum gebeten worden, ich soll trotzdem die zweimal die Woche ein Video machen. Und nachdem es nicht mehr ist, dann machen wir das halt so, dann wird es einfach ein kürzeres Video. Dann ist es jetzt nur ein kurzes Infolabe-Irgendwas-Video, wie ihr es nennen wollt. Wenn alles klappt, dann versuche ich morgen, also bei mir übermorgen, auf Samstag vielleicht abends einen Livestream zu machen. Ich kann auch nichts versprechen, wird auch wieder nur vom Handy aus sein. Ich bin nämlich immer noch zu faul gewesen, am Computer was zu machen. Da habe ich im Moment einfach nicht den Nerv dazu, mich hinzusetzen und das Ding einzurichten. Es nervt mich einfach. Deswegen vielleicht vom Handy aus und dann vielleicht sogar vom Stall. Werdet ihr sehen. Aber alles Weitere erfahrt ihr früher oder später sowieso. Gucken wir mal, wie es kommt. So kommt's. Und ihr wisst ja, unverhofft kommt oft. Deswegen, ja, wie gesagt, das mit der Sau war eigentlich so akut nicht geplant. Das hätte auf den Sommer gereicht. War eigentlich mein Gedanke. Ich wollte mir da keinen Stress machen. Ich wollte eigentlich auch mal gucken wegen diesem Sachkundenachweis und dem Drahtspartschein, dass ich den vielleicht nochmal nachhole und dass ich den nochmal noch mache. Wobei dann wiederum für mich das Problem ist, selbst wenn ich den mache, ich habe gar keinen Anhängerschein fürs Auto. Den müsste ich vielleicht auch irgendwann einmal noch machen. Das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll. Naja, schauen wir halt einmal. Wie gesagt, das muss jetzt alles nach und nach. Mit der Sau muss ich jetzt gucken, dass ich halt einen Anhänger herkriege. Ich habe eine Bekannte, die hat einen. Zur Not muss der Vorder dann halt fahren. Dann muss ich noch überzeugen, dass er es fährt. Weil der Hänger ist nur fürs Auto. Oder vielleicht haben die, wo ich sage, hey, hol Anhänger für den Bulldog. Das wäre natürlich das Optimale. Das wäre auch so der Gedanke, wo ich gesagt habe, das wäre eventuell noch eine Anschaffung, die ich mir machen würde. Und so einen Anhänger hinten noch einen Bulldog noch. Aber da mal auf die Schnelle was herzukriegen. Also ich verfolge das immer in E-Bike-Kleinanzeigen. Vielleicht ist mal was dabei, was günstig ist. Das muss ja nichts tun, was groß sah. Ich will da oder drauf keiner Esel, Pferd oder sonst was transportieren, sondern halt wirklich hauptsächlich für die Schweine. Vielleicht eine Nummer größer, wenn das mit den Rindern dann nochmal läuft. Also es ist ja immer noch geplant.
es hat sich halt jetzt alles ein wenig nach hinten verschoben und alles ein wenig überschlagen, durch das, dass der Schmuddi jetzt halt leider Gottes gestorben ist. Dann wird da früher oder später, wie gesagt, noch ein zweites auch dazukommen. Ich denke eher früher als zu spät. Also wird alles irgendwie werden. Und dann sollte das eigentlich laufen. Ja, gucken wir mal. Ackerbaulich wird es noch ein bisschen dauern, bis wir anfangen. Dann muss ja erst einmal da unten geackert werden. Und dann soll da unten jetzt doch Braugerste rein. Das ist der Plan vom Vater. Die will er aber demnächst erst organisieren. Die holen wir bei der Iruso. Das ist ein Ableger von der Irex in Kulmbach. Irex ist recht bekannt. Da werden wir Braugersten holen als Sortgetrau. Und das Feld draußen im Betzmannsberg, bevor du wieder eine fragt, das geht erst ab April. Vorher ist da kein Ackern möglich, weil das noch als Stilllegung gilt und weil das bis April verpachtet ist. Wir können also nicht einfach hergehen und können sagen, wir ackern da jetzt dann schon Mitte März, weil uns gerade nach ist, sondern wir können erst ab 1. April da draußen ackern und auch erst dann da draußen sehen. Da draußen soll Hafer hin, weil wir sehen, ob es was wird. Und den Hafer, den, wenn ich ihn nicht verkauft kriege, ich sage, lage ich ein, dann wird er mit verfüttert. Sehen wir schon. Irgendwie so in die Richtung. Gucken wir mal. Kartoffeln muss ich jetzt auch gucken, will ich mich so langsam aber sicher mal umgucken. Es geht auf Februar zu, dass ich da jemanden finde, der verkauft. Dass ich mir da gleich einmal was vorbestelle, so auf Mitte, Ende April rum. Dass ich die dann auch daheim habe, auf Mitte, Ende April rum. Und ja, dann gucken wir mal. Also sortentechnisch werde ich da wahrscheinlich dann heuer auf... ja gut, je nachdem, was ich halt für die Dinge herkriege, wieder Bamberger Handler auf jeden Fall. Das ist fest eingeplant. Ich möchte blaue St. Galle wieder haben. Oder halt andere blaue Kartoffeln. Und rotschalige möchte ich auf jeden Fall wieder. Und eventuell dann noch eine Sorte fest und eine Sorte mehlig kochend. Ja, vermutlich. Schauen wir mal. Irgendwie so wird wieder umständlicher. Mag auch wieder der ein oder andere sagen, so viele verschiedene Sorten, das ist doch umständlich. Ist es auch, aber das interessiert mich nicht, weil, wie gesagt, ich kann sie verwerten und wir freuen uns dafür, dass wir es haben, dass wir die roten haben, dass wir die blauen haben, dass wir verschiedene Mehligkochende haben. Ich habe jetzt auch schon festgestellt, die Sorte Talent zum Beispiel, Mehligkochung, hat recht große Knollen ausgebildet, das top für Apfelstumpf und die Sorte, also Apfelstumpf und Pommes frites zum Beispiel. Und die Sorte Melody, die wo ich noch gehabt habe, das sind eher kleine Kartoffeln, die kannst du dann ja auch für Kartoffelbrei nehmen oder was wir davon gemacht haben, Kartoffelwedges, weil die halt ein wenig kleiner sind. Gut, jetzt seht ihr schon, jetzt habe ich schon wieder zu viel gelabert, jetzt sind schon 17 Minuten 55. Video unnütz in die Länge ziehen. Ich sage ja, nee, wollen wir nicht übertreiben. Ich gehe jetzt da rein, es ist sowieso irgendwie Frischhausen, naja, es wird jetzt doch einmal Winter, endlich. Wir haben jetzt früh immer Frost, richtig Frost. Da war es auch mal durch den Frost dann alles weiß, auch die Bäume. Hat richtig schön ausgeschaut. Gestern hat es einmal richtig angehalten. Heute natürlich schon wieder, ja, wenn man da so guckt, also falls man überhaupt was erkennt, siehst du nichts mehr davon, aber kalt ist es immer noch. Also jetzt nicht so, dass ich mit dem T-Shirt rumrennen könnte. Ja, deswegen, ich gehe jetzt da rein, Video gleich schneiden, zurecht machen. Das wird heute mal schnell gehen. Ist auch mal schön, wenn es mal schnell geht. Und man nicht ewig sitzt. Und Abendessen gibt es ja auch gleich. Von daher wünsche ich jetzt dann endlich mal ein schönes Wochenende. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem kurzen, aber laberlastigen Video. Ja, so ist die Sache halt. Ne? Ihr kennt es ja. Ich habe es, wie gesagt, in einer Umfrage quasi gemacht. Ich habe ausgewertet, was drunter kam. Und der überwiegende Teil von euch hat geschrieben, 2 Video die Woche. Und wenn es kürzer ist, ist es kürzer. Dann ist es halt einmal kürzer und dann ist halt einmal nichts mit Action. Und ich bin mit dem Bulldog gefahren oder ich habe irgendwas zusammengerichtet. Und ja, ich habe gesagt, ich möchte einmal was zusammenrichten. Wieder. War aber halt gerade nicht. Und ich kann mir jetzt nicht aus den Ärmel schütteln, dass ich jetzt was mache. Eins nach dem anderen. Wie gesagt, die Ereignisse haben sich jetzt sowieso überschlagen. Und das wird jetzt die nächsten 2 Wochen nochmal so weitergehen und dann schauen wir mal. Gut, ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Bis demnächst. Servus.